In der FDM-Welt haben wir ziemlich viele Slicer mittlerweile. Den Brewster Slicer, Super Slicer, Kuro Slicer. Hast du nicht gesehen. Und in der SLA-Welt sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Da haben wir nämlich zwei, die wirklich nennenswert sind. Zum einen der Litchi Slicer und zum anderen die Cheeto Box. Und die gucke ich mir heute mit euch zusammen an. Von daher bleibt dran, bis nach dem Intro. Gute und grüezi wohl, ihr lieben Makerlein. Ich bin die Maggie von Makorama.de und heute vergleichen wir mal den Litchi Slicer mit dem Cheeto Box Slicer. Das sind zwei SLA Slicer und während meines Tests des Vulkan Resins von Atlas 3D habe ich den Litchi Slicer kennengelernt. Ganz einfach deswegen, weil dort schon ein paar Settings voreingerichtet sind. Und ich habe mir gedacht, okay, ich mache mal einen Vergleich zwischen diesen zwei Slicern. Vorher habe ich nur den Cheeto Box Slicer gekannt. Und ich bin auch öfters mal gefragt worden von dem einen oder anderen, hey, wie schlägt sich denn der Litchi Slicer im Vergleich zu Cheeto Box, was ja so bis dato der Platzhirsch quasi in den SLA-Slicern war. Und wir beginnen einfach mal. Ihr seht, ich habe meinen Laptop hier aufgebaut. Der Test war ziemlich umfangreich. Ich hätte ihn noch weiter ausbauen können, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen des Videos. Und ich wollte jetzt nicht irgendwie 3 Tage Skripte schreiben. Das hat jetzt schon mal fast einen Tag gedauert. Das sind einfach wirklich komplette Notizen, wo ich die einzelnen Slicer getestet habe und dann entsprechend mir Notizen dazu gemacht habe. Deswegen verzeiht es mir, wenn ich das Ding hier stehen habe. Das soll jetzt nicht heißen, dass ich hier ständig meine Videos skripte, aber in dem Fall ist es wirklich notwendig, dass man das wirklich macht, weil die Informationen passen hier in dieses alte Gehirn leider sonst nicht mehr rein. Und starten wir mal los. Natürlich könnt ihr diesen Beitrag, diesen Artikel, dieses Video nochmal auf der Webseite detailliert nachvollziehen. Da habe ich nochmal einen Artikel zugeschrieben. Das heißt also, dort könnt ihr das Ganze auch nochmal richtig schön nachlesen. Und wir fangen erstmal an mit der Einrichtung. Und bei der Einrichtung ist mir schon mal gleich ein großer Unterschied aufgefallen. Klar, man loggt sich bei beiden Slicern erstmal ein. Beim Litchi Slicer wird man dann nach dem Einloggen direkt entsprechend gebeten, den Drucker auszuwählen. Was ich sehr komfortabel finde, ist, dass man oben zum einen eine Suchbox hat, denn die Liste unten drunter mit den Herstellern, die unterstützt werden, ist richtig, richtig lang. Und wenn man dann seinen Hersteller gefunden hat, findet man im Litchi Slicer ein paar Bilder, wo man dann schön sehen kann, okay, den Drucker habe ich, der sieht genauso aus wie meiner und da steht auch noch der Name von meinem Drucker drunter, passt also. Das ist gerade bei meinem Drucker, den ich momentan hier stehen habe, dem Elego Mars, ist das schon hilfreich, weil der Elego Mars und der Elego Mars 2, die sehen schon relativ identisch aus. Das ist also praktisch, wenn dann unten drunter nochmal steht, welche Version es denn ist. Bei anderen Druckern ist das natürlich dann relativ einfach, weil man sehen kann, okay, der ist ziemlich eindeutig von der Optik her. Aber ich finde es schon sehr angenehm, entsprechend, wie das Ganze aufgebaut ist. Bei der Cheeto Box geht das Ganze ein bisschen anders vonstatten. Dann lockt, okay, ja, ich habe eine Lizenz, nein, ich möchte erstmal 7 Tage testen oder was auch immer. Und dann kommt man in einen Willkommensdialog. Und dieser Willkommensdialog lässt einen zum einen direkt mal eine 3D-Druckdatei, also eine STL oder sonstige Dateien öffnen oder aber auch einen Drucker konfigurieren. Und da wollen wir natürlich erstmal loslegen, weil was bringt uns eine 3D-druckbare Datei, wenn wir noch keinen Drucker konfiguriert haben? Und da muss ich ehrlich sagen, da kommt schon gleich der erste Minuspunkt für die Cheeto Box. Das finde ich jetzt nicht so schick von der Auswahl her. Man hat so ein schönes Dropdown, wo man entsprechend einen Drucker auswählen kann. Und dann bekommt man auch schön im Bild angezeigt, wo man weiß, okay, ja, das passt zu meinem Drucker, aber gut, die Liste ist relativ übersichtlich, ja, also die ist nicht so lang wie beim Litchi Slicer, aber dennoch, es wäre schön, wenn man irgendwie das Ganze verkürzen könnte, dass man sagt, okay, ich habe einen Elego-Drucker und kann dann nur noch aus den Elego-Druckern aussuchen, das wäre recht schön. Und dann kann man auch gleich anfangen, wenn man seinen Drucker gefunden hat, die Profile einzurichten an der Stelle. Das ist erstmal von dem Workflow, von dem Userflow vielleicht ganz okay. Das Problem, was ich hier nur sehe, und da greife ich gleich mal vor für den nächsten Punkt, ist einfach, dass man hier nur eine begrenzte Auswahl an Resin-Profilen auswählen kann. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Ein wichtiger Punkt, den man in jeder Software einstellen können sollte, ist natürlich die Spracheinstellung. Denn nicht jeder Benutzer ist der englischen Sprache mächtig oder möchte sich damit auseinandersetzen. Und von daher habe ich mal geguckt, wie einfach es denn ist, in den jeweiligen Slicern die Sprache von Englisch auf Deutsch umzustellen und ob die Sprache Deutsch denn überhaupt unterstützt wird.
Bei Litchi Slicer ist das Ganze relativ einfach. Man geht in die Einstellungen, über das Menü oben, Datei, Einstellungen und dann globale Einstellungen. Und dort kann man direkt oben als erstes die Sprache von Englisch auf Deutsch umstellen. Ziemlich straightforward, so wie es sein soll, gibt es nichts zu meckern. Bei der Cheetobox funktioniert das Ganze ein bisschen anders. Bei der alten Version, die ich jetzt hier auf dem Laptop noch installiert habe, hat man oben ein Burger-Menü, also mit diesen drei Strichen entsprechend. Wenn man dort drauf klickt, kann man direkt über Language direkt eine Sprache auswählen. Und bei der Pro-Version, die ich hinten auf meinem iMac installiert habe, ist das Ganze dann natürlich auch in den Settings versteckt, also in den Einstellungen unter Normal. Und dort kann man dann auch unter Sprache, also Language, von Englisch auf Deutsch über einen Dropdown auswählen. Ist also auch ziemlich straightforward, von daher geben sich die beiden Slicer an der Stelle gar nichts. Bevor wir jetzt aber zu den Resin-Profilen übergehen, möchte ich nochmal über die unterstützten Drucker von beiden Slicern reden. Beide Hersteller bieten auf ihrer Webseite eine Liste mit unterstützten Druckern an. Die Links dazu packe ich euch unten in die Videobeschreibung. Und da fällt einem gleich eins ins Auge, beziehungsweise mir fällt es ins Auge, weil ich den Drucker auf Kickstarter unterstützt habe. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, wenn der Drucker ankommt, wie ich ihn auspacke und später natürlich auch, wenn ich ein Review dazu mache, dann abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Die Rede ist vom Hi-Dry Rocket One. Den finde ich am meisten gehypten Drucker des Jahres. Und der ist bei Cheetobox schon mit einem Profil in der Unterstützung drin. Das heißt also, Cheetobox hat da, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Hi-Dry zusammengearbeitet und hat direkt schon vorab das Profil mit eingebettet. Das bedeutet, dass die Unterstützer von Kickstarter, von dem Hi-Dry Rocket One, natürlich direkt auch einen Slicer haben, mit dem sie arbeiten können. Und nicht nur das, Cheetobox hat gesagt, okay, alle Unterstützer bekommen ein Jahr Cheetobox Pro kostenlos mit oben drauf. Im Litchi Slicer vermisse ich den Drucker momentan noch und das finde ich ziemlich schade. Ich hoffe, dass sobald der Drucker auf dem Markt ist, dass Litchi dann entsprechend oder Mango 3D, der Hersteller von Litchi Slicer, das Ganze dann nachrüstet. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die beiden Listen von den unterstützten Druckern mal im Internet auf den Webseiten anguckt, dann merkt man schnell, dass die Liste beim Litchi Slicer deutlich länger ist als bei Cheetobox. Und ich finde es besonders schade, dass die Cheetobox es nicht geschafft haben, die Entwickler von der Cheetobox, den Prusa SL1 Slicer, der ja jetzt schon mal ein bisschen auf dem Markt ist, schon ein paar Jahre, dass es nicht geschafft haben, diesen Drucker irgendwie, naja, in ihre unterstützten Drucker mit einzubinden. Das wäre, denke ich mal, auf jeden Fall sinnvoll. Beim Litchi Slicer ist er mit dabei, da sind die ganzen Prusa Slicer Drucker mit dabei. Ich sag schon Slicer, das sind Drucker. Die sind alle mit unterstützt, klar. Prusa selbst bietet ja nochmal einen Slicer für seine Drucker an, um sicherzugehen, dass die Kunden auch ein sehr gutes Erlebnis mit dem Drucker haben. Aber ich finde es halt schön, wenn man irgendwie Alternativen hat, wenn man Optionen hat und sagen kann, okay, das Feature vom Litchi Slicer oder von der Cheetobox gefällt mir jetzt halt besonders gut, das möchte ich auch auf meinem Prusa Drucker benutzen und das geht halt mit der Cheetobox leider nicht. Wie eingangs schon erwähnt, bin ich durch den Test des Vulkan Resins von Atlas 3D auf den Litchi Slicer aufmerksam geworden. Und das nicht ohne Grund. Denn ich habe die Jungs von Atlas 3D angeschrieben und habe die gefragt, hey, habt ihr denn schon mal irgendwelche Settings, die ich schon mal einprogrammieren kann, damit ich direkt losdrucken kann, wenn das Resin denn endlich hier aufschlägt. Und die haben gemeint gehabt, ist gar kein Problem, lade den Litchi Slicer runter und schau mal, ob dein Drucker schon entsprechend für das Profil unterstützt wird. Und wenn nicht, kannst du gucken, ob es einen ähnlichen Drucker gibt und kannst dir dort entsprechend das Profil rausklauen. Und gesagt, getan, ich habe mir den Slicer runtergeladen, habe meinen Drucker konfiguriert und in dem Drucker-Konfigurationsmenü finde ich dann natürlich auch die Resin-Settings, die Resin-Profile und habe dort gesucht, ob ich für den Eligo Mars das Vulkan Resin von Atlas finde. Das habe ich natürlich nicht, weil es von Atlas noch nicht getestet wurde damals. Und ich bin dann einfach hingegangen und habe mal beim Eligo Mars 2 nachgeschaut. Da gab es von Atlas 3D schon ein Vulkan Resin. Und das habe ich mir einfach kopiert, meine Settings angepasst und konnte wunderbar drucken. Die Anzahl an Resins, die von Litchi oder von den Benutzern von Litchi Slicer entsprechend schon getestet wurden für verschiedene Drucker, ist echt riesengroß. Da muss ich echt sagen, da haben die echt gute Arbeit geleistet. Und das ist ein wirklich, muss ich sagen, Killer-Argument für den Litchi Slicer. Denn gerade für Einsteiger, die sich noch nicht damit auskennen, die noch nicht sich so eine Bottle holen und sagen, okay, ich weiß jetzt genau, welche Settings ich eintragen muss, ist das wirklich ein Pluspunkt à la Bonheur. Denn
wer kennt sich denn schon, wenn er gerade in das Hobby reinkommt, genau damit an, damit aus? Und das ist ein Kritikpunkt, den ich an der Cheeto-Box habe. Die Cheeto-Box bietet mir jetzt, wenn ich den Elego Mars zum Beispiel mal einrichte, nur diese Elego Standard Resins an. Die funktionieren, keine Frage. Ich habe damals mit der Cheeto-Box meine ersten Drucke auf dem Elego Mars gemacht. Die waren wunderbar, die haben wunderbar funktioniert. Aber was ist, wenn ich mal was anderes drucken möchte? Ich muss dann dafür halt ein neues Profil anlegen und muss das dann wirklich komplett von der Flasche abtippen. Und ich glaube, da haben die ein oder anderen, die gerade mit dem Hobby anfangen, ein bisschen ein Problem, und da könnte Cheeto Box auf jeden Fall noch mal ein bisschen nacharbeiten. Ein wichtiger Punkt oder beziehungsweise ein Kernelement von jedem Slicer sollte natürlich die Möglichkeit sein, Objekte zu positionieren, zu drehen und anzupassen, so wie man es gerne drucken möchte. Und da muss ich sagen, geben sich erstmal in den Grundfunktionen drehen, positionieren und skalieren die beiden Slicer gar nichts. Ja, die sind beide gleich auf. Da kann man höchstens im Litchi-Slicer schauen, dass es da spezielle Funktionen gibt, wie zum Beispiel mal die Batch-Funktion, mit der man sagen kann, okay, man möchte alle Dateien aus einem Ordner, den man auf der Festplatte hat, zum Beispiel mal gleich groß skalieren oder entsprechend gleich mäßig rotieren oder irgendwas in der Richtung, dass man schon mal eine gleiche Ausgangssituation hat und nur noch die Details pro Objekt anpassen muss. Das finde ich schon mal sehr gut, dass man an sowas gedacht hat. Der nächste Punkt ist, dass man wieder den Einsteigern das Ganze leichter gemacht hat, indem man einfach einen Magic Button eingebaut hat. Ja, ihr habt richtig gehört, das Ding heißt Magic Button, da drückt man einfach drauf und et voilà, schon ist das Teil richtig ausgerichtet, ist mit Support versehen und man kann es quasi so direkt out of the box drucken. Das finde ich persönlich super, weil man, wie gesagt, dadurch den Einsteigern das Leben leichter macht. Ob das Ganze jetzt vom Support her perfekt unterstützt ist und die Ausrichtung wirklich so ist, wie sie wirklich sein soll, lasse ich mal dahingestellt. Bei meinem Testobjekt mit dieser Ente oder was es sein soll, die Litchi Slicer dort anbietet, muss ich sagen, okay, da hat man jetzt ein bisschen Eigentor geschossen, weil man diese große Fläche, die unten perfekt und prädestiniert ist für die Druckbetthaftung, dass man das Objekt nochmal gedreht hat, um den Support zu gewährleisten, finde ich jetzt nicht so toll, aber im Grunde genommen funktioniert das. Es hilft einem wirklich weiter und man braucht sich nicht großartig damit zu beschäftigen. Man kann einfach einen Knopf drücken und direkt mit dem Druck loslegen. Das ist das, was viele Einsteiger wollen, dass sie erstmal Ergebnisse sehen, und das, finde ich, ist echt gut gelungen. Die Cheeto Box hingegen bietet noch andere Features an, wie zum Beispiel mit den Split Model Button oder aber auch den Cut, also Schneiden Button, mit welchem man die Objekte automatisiert oder manuell so zerlegen kann, dass sie auf die Druckoberfläche passen. In meinem Test hat leider der Split Model Button, also zum automatisierten Zerlegen von Druckobjekten, nicht wirklich funktioniert. Ich habe das mit ein, zwei Druckobjekten ausprobiert und bin damit nicht wirklich erfolgreich gewesen. Von daher kann ich das Feature nicht wirklich bewerten, ob die Schnittpunkte, die das Teil automatisiert setzt, wirklich gut sind oder ob ich da lieber dann doch wirklich manuell rangehen würde. Ich kann mir aber vorstellen, dass in bestimmten Situationen die Schnittpunkte nicht wirklich das sind, was ich mir vorstelle, wenn ich das Ganze in der Maschine überlasse. Deswegen bin ich eigentlich ein Freund von dem Schneiden-Button, also von dem Cut-Button, wo ich das Ganze nochmal manuell machen kann. Und da geht die Cheeto-Box nochmal eine Stufe weiter, als wir es aus dem Prusa-Slicer kennen. Beim Prusa-Slicer wohlgemerkt, so habe ich den Mandalorianer-Helm ja entsprechend geschnitten, muss man dann das Objekt in die entsprechende Position drehen und dann kann man auf horizontaler Achse entsprechend dann einen Schnitt durchführen. Bei der Cheeto Box kann man bestimmen, ob es auf der X, Y oder Z Achse passiert und in welchem Abstand zum Nullpunkt hin. Das finde ich sehr gut. Allerdings muss man sagen, dass dieses Feature ein Pro-Feature ist. Das heißt also, da muss man dann sich die Pro-Version jährlich entsprechend abonnieren. Und das ist dann schon mal ein kleiner Downer. Genau wie im FDM-Bereich haben wir im SLA-Bereich natürlich auch Überhänge bei Druckobjekten und die müssen natürlich auch unterstützt werden, und dafür bieten beide Slicer eine Support-Funktion an. Logischerweise müssen sie ja. Beide Slicer bieten auch eine Auto-Support-Funktion an, das heißt also, man drückt auf den Knopf und schon werden automatisiert die Support-Streben generiert. Es unterscheiden sich aber beide ein bisschen in der Bedienung, wie man das Ganze einrichten kann und wie man den Support denn zum Beispiel mal manuell setzen kann. Fangen wir erstmal beim Litchi Slicer an. Der Litchi Slicer nimmt einen wirklich an die Hand. Wenn man, sobald man in den Vorbereitungstab, also in den Prepare-Tab geht, sieht man schon direkt am Druckobjekt mögliche Überhänge, die zum Problem werden können. Die werden nämlich entsprechend im gelb-orangen Karo-Muster dargestellt. Und das finde ich sehr gut, weil es macht einem sehr direkt ersichtlich, hey, da muss was hin, da muss was unterstützt werden, sonst kann eventuell dein Druck fehlschlagen. Und das finde ich sehr gut.
Des Weiteren kann man, wenn man Supportstreben manuell setzt, auch mit gedrückter Alt-Taste sogenannte Bäume erzeugen, also Supportbäume erzeugen. Und das finde ich sehr gut, weil man dann dadurch auch Material sparen kann. In der Cheeto-Box funktioniert das ähnlich. Dort muss man natürlich unten ein spezielles Support-Menü auswählen und muss dort einen speziellen Button aktivieren, dass das halt dann passiert. Im Litchi-Slicer, wie gesagt, reicht das Drücken von der Alt-Taste. Da braucht man also nicht irgendwas hin und her zu wechseln, sondern einfach nur eine Taste halten und schon funktioniert das Ganze out of the box. Das finde ich wunderbar. Und dann muss ich sagen, finde ich Litchi-Slicer hat noch mal eins oben drauf gesetzt. Wenn man nämlich die Leertaste drückt, kann man so eine Support-Strebe an jedem Punkt, also wirklich an dem Baum, an den Punkten, wo sie oben am Objekt ansetzen, an den einzelnen Gelenken, an den Streben, zwischen den Gelenken, kann man überall die Position ändern, die Dicke ändern, alles Mögliche. Das kann man in der Cheeto-Box natürlich auch. Allerdings muss ich sagen, hat mich da die UI ein bisschen erschlagen, aber da gehen wir später nochmal drauf ein. Wer meinen Kanal schon etwas länger verfolgt, der weiß, dass ich in meinem alten Studio hinten die Wand von weiß auf grau gestrichen habe und das hat einen gewissen Grund. Ich hatte eine Figur auf einem Regal stehen, die ich in SLA gedruckt hatte und da hat sich im Innenraum dann entsprechend ein wenig Resin angesammelt. Das ist nicht ausgehärtet gewesen durch den Druck und irgendwann hat sich dieses Resin den Weg nach draußen gesucht. Das Ergebnis war, dass die komplette Wand versaut war, dass das komplette Regal versaut war und ich dann erstmal die Wand reinigen und streichen konnte. Damit euch das nicht passiert, kann ich euch nur empfehlen, euch mal die Hollow Features von beiden Slicern anzugucken. Die geben sich erstmal gar nichts, da muss ich sagen, sind beide gleich auf. Bei beiden Slicern kann man dort entsprechend eine Wanddichte einrichten, das heißt also, wie dick soll die Außenwand von dem Objekt sein. Und man kann bei beiden Slicern schöne Löcher zum Ablaufen entsprechend montieren. Die sollten natürlich an einer Stelle sein, wo es nicht auffällt und wo es auch entsprechend gut abläuft. Und man sollte natürlich auch beobachten, dass man die Dicke des Lochs und die Tiefe des Lochs so wählt, dass sie noch durch die Wandstärke entsprechend durchgeht. Nicht, dass man ein Loch in die Figur reinmacht und das geht nicht ganz durch und im Innenraum ist dann halt entsprechend eine schöne Resinblase, die sich dann da ansammelt. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Von daher, beide Slicer bieten dafür gute Möglichkeiten und geben sich in der Hinsicht gar nichts. Und wir machen weiter mit dem nächsten Punkt. 3D-druckbare Dateien können Fehler enthalten. Und damit das nicht zu einem Problem beim Druck wird, bieten beide Slicer Möglichkeiten an, um solche 3D-druckbaren Dateien zu reparieren. Beide Slicer haben hier ein automatisches Feature und die Cheeto-Box bietet nochmal ein manuelles Feature an, mit dem man zum Beispiel redundante Shells oder zum Beispiel mal Kreuzungen löschen kann oder aber auch neue Kreuzungen hinzufügen kann bei den Polygonen. Das sollte dann entsprechend auch helfen. Allerdings muss man sagen, dass bei der Cheeto-Box diese Features entsprechend in der Pro-Version nur enthalten sind. Das heißt, die kosten euch Geld, wenn ihr das braucht. Das User Interface oder auch UI genannt ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Punkte, die so eine Software anbieten kann. Denn was bringt das beste Feature Set, was man anbietet, wenn die UI aussieht wie aus 1980 mit einer Konsoleneingabe? Damit arbeitet man natürlich nur ungerne. Von daher finde ich, ist es wichtig, dass die Features, die man anbietet, nicht nur angenehm dargestellt werden, sondern auch einfach und leicht zu erreichen sind und nicht zu versteckt sind. Und da muss ich sagen, geht mein Punkt in Richtung Litchi-Slicer. Denn ich finde, die UI von der Cheeto-Box ist teilweise sehr überfrachtet. Man ist sehr eingeengt von dem Bereich, den man hat, um das Objekt zu bearbeiten. Gerade beim Support wird man quasi überflutet mit irgendwelchen Einstellungsmöglichkeiten. Klar, man kann dann anfangen, das ein oder andere zu versuchen wegzuklicken, aber ich finde es halt störend und finde es nervig und fühle mich da oftmals eingeengt. Beim Litchi-Slicer hingegen ist alles schön offen und aufs Minimalistische reduziert. Damit man auch wirklich Zugriff auf alle Funktionen hat, bietet man unten einen kleinen Tooltip an, der einem regelmäßig sagt, hey, du kannst doch mal mit der Taste entsprechend die Funktion aktivieren oder deaktivieren. Und wer das Ganze dann natürlich noch ein bisschen ausgiebiger haben möchte, kann auf das Zahnrad zum Beispiel beim Support klicken und kann dann dort die Advanced-Einstellungen, also die erweiterten Einstellungen sich anschauen. Und ich muss ganz sagen, das hat Litchi-Slicer, finde ich, sehr gut gelöst, wie sie das Ganze aufgeteilt haben. Da hat man wirklich jede Menge Platz für das Objekt geschaffen, was im Mittelpunkt stehen sollte, was man bearbeiten möchte. Und die
Einzelne Funktionen sind nur nebensächlich, aber trotzdem klar ersichtlich. Und so muss es eigentlich sein. Ich fühle mich im Litchi Slicer persönlich wohler als in der Cheeto Box. Ein weiteres Beispiel ist zum Beispiel mal die Auswahl von Druckern. Das hatten wir zu Beginn, dass man bei der Cheeto Box entsprechend nur einen Dropdown hat, beziehungsweise eine Liste, aus der man auswählen kann. Und beim Litchi Slicer hat man sich gedacht, okay, wir bieten dem Benutzer so zwei Möglichkeiten an. Zum einen eine Suche und zum anderen die Liste von Herstellern. Und wenn man den Hersteller gefunden hat, hat man nochmal mit kleinen Bildern entsprechend eine Auswahl, wo unten drunter nochmal der Name vom Drucker ist, wo man dann seinen Drucker finden und auswählen kann. Das finde ich persönlich sehr schön gelöst und man führt den Benutzer halt sehr gut an das Ergebnis heran, was man haben möchte. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, hey Maggie, die Slicer sehen zwar ganz cool aus, aber kostet denn der Spaß irgendetwas? Und ich muss sagen, nein, erstmal nicht. Beide Slicer sind erstmal in der Free-Variante verfügbar. Und natürlich gibt es auch eine Pro-Variante, wie eben schon mehrfach erwähnt, dass bestimmte Features nur mit dieser Pro-Variante erreichbar sind. Und die kostet natürlich auch Geld. Litchi Slicer bietet hier ein Abo-Modell an, mit dem man monatlich für 5,99 € das Ganze oder jährlich für 65,99 €, das heißt also man spart sich quasi einen Monat, sich die Pro-Version zulegen kann. Bei der Premium-Version ist es ähnlich, da bezahlt man dann im Jahr 109,99 € und erhält dann solche Features wie technischen Support 24/7, einmal im Monat einen Livestream mit den Entwicklern und solche Sachen halt dazu. Das ist ein nice to have für Firmenkunden oder Businesskunden ist es mit Sicherheit gut, einen guten Support zu haben und für guten Support sollte man auch definitiv zahlen. Ich sage aber mal so, für den Otto-Normalverbraucher reicht entweder die Free-Variante oder aber auch die Pro-Variante aus und ich muss ganz ehrlich sagen, vom Preis her ist das auf jeden Fall noch erträglich und da muss ich sagen, ist auch wieder ein Kritikpunkt an Cheeto Box. Da gibt es entweder die Free-Variante, die deutlich weniger Features enthält oder die Pro-Variante für 165 € und das ist schon ein schon ein großer Batzen Geld, den man da jährlich für den Slicer zahlen muss, um bestimmte Funktionen zu haben. Da ist der Litchi Slicer deutlich günstiger und bietet, finde ich, das attraktivere Paket an. Aber mal schauen, vielleicht entwickelt sich der Wettbewerb zwischen den beiden ja so weit, dass dann irgendwann die Cheeto Box sich vom Preis her auch wieder ein bisschen weiter runter begibt. Jedenfalls muss man sagen, die Anzahl an Features, die man bei der Cheeto Box für den Preis bekommt, ist auch deutlich größer als bei Litchi Slicer. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt in Zukunft. Beide Slicer sind sowohl in der kostenlosen als auch in der Pro-Variante durchaus empfehlenswert. Der Litchi Slicer glänzt durch seine einfach zu bedienende Benutzeroberfläche als auch die Fülle an Druckerprofilen und Resin-Profilen, die er von Haus aus mit sich bringt. Gerade das macht ihn für Einsteiger durchaus interessant. Und die Premium-Variante ist auch durchaus noch bezahlbar. Die Cheeto Box ist ebenso ein Kraftpaket und bietet viele nützliche Funktionen, um seinen Druck vorzubereiten. Allerdings muss man hier auch Abstriche in puncto Bedienbarkeit und Benutzeroberfläche machen, als auch an der Anzahl an unterstützten Druckern sowie Resin-Profilen. Ihr könnt ja mal unten in die Videobeschreibung schreiben, welchen Slicer ihr aktuell verwendet. Und in diesem Sinne hat euch das Video hoffentlich gefallen. Wenn ja, gebt ihm doch bitte einen Daumen nach oben. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert doch bitte den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr weitere Videos nicht verpasst. Und wenn ihr den Krypto- und Finanzen-Kanal von uns noch nicht kennt und ihr euch für solche Themen interessiert, schaut doch mal in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu diesem Kanal. In diesem Sinne, hodl the line, happy printing. Ciao.